So, wir sind in der Zuflucht angelangt und als erstes werden wir mal den Flugpunkt hier freischalten und wir werden mal mit Hauptmann Niles reden. Heldenaufruf Arati Hochland. Und wie ihr seht, habe ich mich für das Arati Hochland entschieden. Es ist einfach nur ein cooles Questgebiet. Ich wünschte, ihr wärt eine ganze Kompanie, aber es muss auch so gehen. Jawohl, wir sind hier. Wir kämpfen in einem Krieg um Sturmgarde und wir verlieren. Die Oger, das Syndikat und wir selbst haben unser einst mächtige Stadt zerrissen und jede Fraktion kämpft mit der anderen bis zu einem blutigen Patt. Aber unsere Truppen werden dezimiert, während die Zahl der Feinde ansteigt. Auch wenn Söderstade gefallen ist, dürfen wir unsere Feinden keinen Fußbreit unseres Boden mehr überlassen. Unseres Bodens. Wir müssen das Land für uns zurückerobern, bevor die Horde die Gelegenheit hat, sich weiter auszubreiten. Okay, wir müssen 10 Mitglieder des Syndikats töten. Dann haben wir hier noch eine Quest. Oh, zwei sogar. Gesucht. Marets Schattenkutte. Es wurde ein Kopfgeld auf Marets Schattenkunde ausgesetzt, eine hochrangige Beraterin und Agentin des Syndikats. Sie wurde zuletzt in dem von Syndikat kontrollierten Gebiet von Stromgarde gesehen. Das Kopfgeld kann von Hauptmann Niles abgeholt werden. Ich warne euch, Marets ist eine geschickte und gerissene Hexenmeisterin und bekannt dafür, dass sie mit Dämonen Umgang hat. Bei ihrer Verfolgung ist äußerste Vorsicht geboten. Okay. Und Falkenstein und Otto. Die Miliz von Stromgarde hat Kopfgelder auf Lord Falkenstein und seine Leibwache Otto ausgesetzt. Falkenstein ist für die Bemühungen des Syndikats im Arati-Hochland verantwortlich und sein Tod wäre eine erhebliche Störung dieser Bemühungen. Seine Leibwache Otto ist zwar kein strategisch wichtiges Ziel, aber er ist ein starker Gegner und hat Dutzende unserer Verteidiger auf dem Gewissen. Okay. Dann bei Was geht Squerto. euch durch den Kopf? Oh mein Gott, bei Squerto gibt es 4 Quests. Sein Gewicht in Gold. Erzmagier Marlin hat mich hierher geschickt, um Reagenzien für ihn zu sammeln. Ich habe mich gefragt, wie ich ihm die Gegenstände besorgen soll, aber nun, da ihr hier seid, könnte sich dieses Problem erledigt haben. Er beutet 10 Hauer der Bleichbocken und 4 Medizinbeutel. Mit euch. Venk O'Brien, ihr seid in Ordnung, Runkelrübe. Man trifft nur selten sogenannte Helden, die so weit entfernt von der Heimat tatsächlich wissen, was sie tun. Ich würde euch gern etwas mehr Arbeit überlassen. Ich habe einen Freund namens Venk O'Brien. Er kommandiert eine Piratenbesatzung, die Schwarzmeerräuber. Sie sind gute Jungs, respektabel für Piraten. Sie haben in Faldirs Bucht angelegt, die versteckt am Südrand liegt. Okay. Man sieht sie. Die Steinsplitter. Ich habe das ganze Hochland bereist, Runkelrübe, und dabei etwas gefunden, für das ich keine Erklärung habe. Nordöstlich von hier gibt es einen Steinkreis, ordentlich ähnlich denen, die man überall in Arati findet, nur deutlich größer und beeindruckender. Ich wurde in den Berg hineingebaut. Er wurde in den Berg hineingebaut. Unter uns, ich hörte Stimmen, als ich dort war, das Flüstern der Erde. Solltet ihr neugierig geworden sein, könnt ihr euch das selbst ansehen. Okay, müssen wir einmal sicher sein. untersuchen. Trautes Heim, Gnom allein. Ich hatte in Eisenschmiede mal ein ganz nettes Zuhause, bis man mich rausgeworfen hat, um Platz für die Gnome zu machen. Die könnten nicht mal eine Gruppe Trocks aufhalten mit ihren ganzen Dingstars und Maschinen. Und ich soll für ihre Schwäche bezahlen? Nein, Sir, nicht mehr. Geht nach Gnomeregan und redet mit Kommandantsoldat Murdoch. Klar, er ist ein Gnom, aber seine Leute? Sicher. Ich glaube, so heißen sie. Sie werden Gnomeregan zurückerobern. Okay. Seid auf der Hut. Haben wir denn noch was hier? Hier hinten ist noch eine, genau, bei Das Licht Amaren. segnet euch. Quay und Kain Lori. Die Horde besetzt Goshecks Hof im Osten schon seit langem. Bei allen unseren anderen Problemen hier fiel das nicht ins Gewicht, aber nun gibt es Berichte über Untote in diesem Gebiet. Alles, was alarmierender ist als ein paar schlurfende Peons, gibt Anlass zur Nachforschung. Das ist nicht das erste Mal, dass die Untoten auf dem Hof ihre dunklen Pläne vorantreiben. Ich habe meine besten Späher dorthin geschickt. Meldet euch bei Quay und Kain Lori. Sie werden euch alles erzählen. Mögen eure Reisen sicher sein. Ja, alles klar. Jetzt haben wir hier natürlich mal wirklich die Hütte voll, ne? Was ist denn jetzt am nächsten? Also, Quay auf Hügel und untersucht Splitter von. Genau, wir gehen erstmal hier rechts rum.
genau, gehen erstmal hier rechts rum. Ups. Und gucken, dass wir Quay finden. Das sollte eigentlich am schnellsten gehen, hoffe ich zumindest. Wenn uns nicht gerade die... Ah, super. Okay, die Hochlandschreiter müssen wir einfach ausschalten, sonst kommen wir hier nicht rüber. Super. Und dann schalten wir den Hochlandschreiter aus. Ah, die sind natürlich ziemlich ätzend, die Viecher. Aber wir werden wahrscheinlich nicht drumherum kommen. Wenn wir da hinten hin wollen, müssen wir die auf jeden Fall ausschließen. Trotz des Frostblitz, der die ja einfriert, ne? Trotz dessen kommen die immer noch angerannt. Egal. So. Jetzt schleichen wir uns um den rum. Ich hoffe, der sieht uns nicht. Wir hätten natürlich auch den Weg außenrum gehen können, aber wir müssen hier hinten hin. Da hinten sehe ich auch schon das Fragezeichen. Zumindest auf der Landkarte. Goscheks Hof, okay. Ah, da. Da ist Quay. Kann ich euch helfen? Die Zuflucht steckt. Moment. Also, einmal resetten. Ding, ding, ding. Die Zuflucht schickt euch. Schön, dass es sie noch gibt. Wir haben ja ein paar interessante Dinge beobachtet. Man sieht sich. Okay, wie in alten Zeiten. Schon seltsam. Kin und ich haben so einiges zusammen durchgemacht und doch finden wir uns in Arati wieder, wie schon vor so vielen Jahren. Hier vereitelten wir einen Plan zur Schaffung einer neuen Seuche, sie und ich. Die Horde scheint ihre Lektion nicht gelernt zu haben, denn es wimmelt schon wieder von ihnen auf dem Hof. Ihr untoter Kurier schlurft für jeden sichtbar umher. Ihr könnt uns helfen. Findet den Kurier und bringt mit, was auch immer er bei sich trägt. Seid vorsichtig. Okay, findet den Kurier. Was haben wir denn jetzt hier? Den Kurier finden, da müssen wir da hinten noch hoch, dann müssen wir da hoch. Gucken jetzt erstmal kurz nach dem Kurier hier unten. Und machen die mal gerade fertig. Die Grunzer und Peons von Hammerfall. Und dann noch den Typen. Okay. Haben wir da alles? Ja, haben wir alles. Super. Also wir brauchen den Kurier, ne? Der schleicht hier irgendwo umher. Und ich hoffe, der muss hier hinten irgendwo sein. Apotheker Jorel. Ist der das? Ich hoffe, der ist das. Ich hoffe, die machen mich jetzt nicht platt. Doch, das machen sie. Bam. Scheiße. Okay. Okay. Okay, gut. Das war jetzt natürlich nicht so eine gute Lösung, wie ich mir das gedacht habe. Aber wir sind ja nicht weit von Goscheks Hof. Ist der denn überhaupt da drin? Ist das der Kurier?
der Typ? Ich helfe mal eben. Eben gucken, ob wir das hinkriegen hier. Ich weiß gar nicht, ob der das ist. Ich glaube, das ist der gar nicht. Der Kurier von Hammerfall. Moment, ich muss noch mal eben kurz die Dings gucken. Moment. Versiegelte Ordner. Ist der das? Ist hier ein Ordner? Ist hier ein Ordner? Hier ist kein Ordner, ne? Wo ist denn der scheiß Korea? Schlurft für jeden sichtbar. Nee. Apotheker Jorel. Ich versuche den jetzt einfach nochmal. Verstehe ich nicht. Muss ich nochmal gucken, ob der das ist, der Apotheker. Ja, das scheint nicht der Apotheker zu sein. Okay. Aber es ist auch nicht der... Ma. Hau doch mal ab. Zieht der eine Typ denn hier hin, oder was? Na. Okay. Ich muss nur mal eben lesen. Ein Untoter schlurft für jeden sichtbar. Ich verstehe es nicht ganz. Wo soll der denn für jeden sichtbar schlurfen? Ist der hier hinten drin vielleicht? Ich muss mal eben was essen. Erstmal eben was. Ich bin mir nicht hundertprozentig sicher, ob der vielleicht hier drin ist. So, 82%, 87%, 91%, ja, scheiß drauf. So, Untoter haben wir hier auch nicht. Was soll denn der sein? Nee, das ist er nicht. Hm.
Also muss ich mal gucken in der nächsten Folge. Ich mache jetzt hier nochmal einen Cut. Genau. Mache jetzt hier nochmal einen Cut und reise nochmal gerade schnell zurück zu, genau, Sturmwind. Upsala. Und dann sehen wir uns in der nächsten Folge, sehen wir uns dann wieder, wenn wir hier wieder weitermachen. Vielleicht mit einer anderen Quest, vielleicht mit dieser, müssen wir mal gucken. So, alles klar. Ich sag mal tschö, ne? Und in der nächsten Folge sehen wir uns wieder. Tschüss.